hören? Was ist das für eine Frage? Aber okay, ich zeig's euch in einem kleinen Video. Servus Leute, ja, wie ihr vielleicht in meinem Lesemonat Januar mitbekommen habt, ich lese ja zurzeit und echt immer noch der Herr der Ringe. Und vorher habe ich der Hobbit gelesen und dann eben im Anschluss der Herr der Ringe. Und ja, manche haben gemeint, sag doch mal, was da drüber. Ich traue mir nicht so richtig ran. Ich würde es eigentlich gern mal lesen, aber ich meine, das ist schon ganz schöne Brocken und naja, also das ganze Thema um Mittelerde, was Tolkien da erschaffen hat, das ist schon echt heftigst und auch riesig umfangreich. Tja, für alle, die eigentlich so schon mal Bock drauf haben, der Herr der Ringe zu lesen, kann ich gleich mal sagen, ich würde mit der Hobbit anfangen. Denn das ist ja, wie ihr vielleicht wisst, die Vorgeschichte zu der Herr der Ringe, in der Bilbo Beutlin den Herrscherring findet und zusammen mit den Zwergen und Gandalf diese Abenteuer besteht, indem er zum einsamen Berg reist, hin und wieder zurück. Ne? Falls es nicht die Geschichte noch nicht im Kino gesehen habt oder auch sonst noch nicht, mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht drüber sagen. Grandiose Story, vielleicht wisst ihr es nicht, aber das ist eigentlich so ziemlich das allererste High-Fantasy-Buch, das so geschrieben wurde. Also das Genre an sich quasi, ja, stammt von Tolkien. Alles, was vorher war, das waren mehr so Mythen oder Göttergeschichten, die Artus-Sage, das Nibelungenlied oder die Ilias um Troja und Odysseus und solche Stories, aber nicht so wirklich High Fantasy, eher Legenden und Mythen würde ich das jetzt kategorisieren. Und damit hat es eigentlich angefangen, mit der Story. Und dann gibt es im Prinzip eben der Herr der Ringe. Und ihr seht schon, da stehen zwei solche Wälzer. Ja, das hier einmal, der ist auch der Herr der Ringe, aber das ist eine spätere Übersetzung. Die ursprüngliche Übersetzung, die findet ihr in diesem Buch. Ja. In dem befinden sich auch die Anhänge, die es jetzt zum Beispiel zu dem berühmten grünen Schuber, den ihr hier findet, in einem extra Buch, also die Anhänge zu kaufen gibt. Der ist quasi hier bei den beiden schon mit inbegriffen. Das ist im Prinzip die Version, so wie sie Tolkien eigentlich haben wollte. Tolkien wollte eigentlich gar keine drei Teile, also die Herr der Ringe Trilogie. Der wollte eigentlich das hier als einen großen Band. Nur die Verlage haben ihm damals einen Strich durch die Rechnung gemacht und haben gesagt, das ist zu risikoreich und das teure Papier. Und naja, so ist es eben zu den, ja, die Gefährten, die zwei Türme und die Rückkehr des Königs gekommen. Aber im Prinzip sind die beiden, ja, fast identisch.
das ist eben die ursprüngliche Übersetzung von Margaret Kerouac, bei der sogar noch Tolkien selber teilweise mitgearbeitet hat und die Frau Kerouac bei der Übersetzung unterstützt hat. Ja, die ist eher ursprünglich und detailgenauer, würde ich mir jetzt mal sagen, weil Tolkien selber im Englischen, falls ihr das englische Original schon mal gelesen habt, wird er feststellen, dass es ein bisschen, ja, so ein Shakespeare-Englisch ist es nicht, aber das ist so ein bisschen ältere Sprache, also so, wisst ihr, wie es halt vor, ja, vielleicht 100 oder 200 Jahren gesprochen wurde im Englischen. Ist halt ein bisschen, ne, ja, dem Rittertum im Herr der Ringe sozusagen ein bisschen angepasste Sprache. Deswegen mag es manchen ein bisschen hakeliger vorkommen. Ich finde die Übersetzung von Margaret Kerouac aber insgesamt viel schöner und viel passender, stimmiger zum eigentlichen Inhalt. Dann diese Übersetzung, das ist auch die Übersetzung, die ihr hier in dem berühmten grünen Schube findet. Das ist die Übersetzung von Wolfgang Krege. Das ist eine ein bisschen moderne gestaltete Übersetzung. Das ist jetzt zum Beispiel bei Samwise Gamgee bezeichnet den hier zum Beispiel immer als Frodo, als Herr. Und hier ist er eben der Chef oder der so, ne? Da gibt es viele, viele ja, Sachen, die sich ein bisschen so die Fans bei der Übersetzung dran stören. Das ist einfach manchmal sprachlich ein bisschen einfach zu mit Gewalt auf modern getrimmt. Aber ja, nicht wirklich jetzt schlimm. Es ist einfach die, wie es ein bisschen gelungener und die Übersetzung ist ja halt ein bisschen moderner gehalten. Sei es drum. Beides dieselbe Story, nur ein bisschen von der Sprache, ein kleines bisschen anders. Tja, wenn ihr euch jetzt hier nicht wirklich rantraut, ich meine, das sind, wie ihr ja unschwer seht, das sind 3 Bücher und im eigentlichen Sinne sind 6 Bücher. Ja, so 6, das kommt schon ungefähr hin, dass es wirklich so 6 Bücher sind mit, ja, so, wisst ihr, so 300, 400 Seiten, würde ich mal sagen. Denn die sind auch echt klein geschrieben, da ist ganz schön was drauf auf den Seiten und es summiert sich natürlich hoch. Tolkien an sich hat auch tatsächlich die ganze Herr der Ringe Saga sozusagen in 6 Bücher unterteilt, weil es jetzt zum Beispiel bei den Gefährten, das ist, sind eigentlich 2 Bücher, die 2 Türme wären auch 2 Bücher und die Rückkehr des Königs wären auch 2 Bücher. Ja, wenn ihr es dann doch mal lesen wollt und habt nicht ganz so viel Zeit, denn da müsst ihr schon ein bisschen Zeit mitbringen, das liest sich nicht gleich so in einem Rutsch, dann könnt ihr auch, wenn ihr das nicht auf einmal lesen wollt, das problemlos eigentlich auch so in Etappen, Buch für Buch lesen, denn das ist ja wirklich in 6 Bücher unterteilt und ihr könnt euch dann so nacheinander vorarbeiten. Das ist eigentlich echt problemlos möglich. Dann lest ihr im Prinzip 7 Bücher und parkt quasi den Hobbit noch davor. Denn ich würde wirklich der Hobbit, ja, Sheba, ich würde wirklich der Hobbit davor lesen.
Einfach, weil es vom Zeitauflauf natürlich vorher kommt. Das ist die Vorgeschichte von Der Hobbit. Und ihr werdet feststellen, dass in der ganzen Story unglaublich viele, viele Begriffe vorkommen, die ihr nicht wirklich gleich verstehen werdet. Denn das eigentliche riesige Werk von Tolkien, falls ihr es wisst, er war Linguistikprofessor und hat sich aus Spaß und an der Freude an Sprachen erfinden probiert. Und er hat tatsächlich anfänglich zwei Elbensprachen entwickelt für sich. So, ne? Einmal das Sindarin und das Quenya. Und die eigentliche Intuition von Tolkien, um das hier alles wirklich eigentlich zu erschaffen, war die Fragestellung für sich, wie kann es sein, dass es zwei unterschiedliche Elbensprachen gibt? Was für eine Historie gibt es, dass sich diese beiden Sprachen doch wohl ähnlich sind, aber doch eben unterschiedlich voneinander entwickelt haben, auseinanderentwickelt haben? Und daraus hat er im Prinzip die Geschichte des ersten Zeitalters von Mittelerde entwickelt. Und falls euch das interessiert, wie und warum wer die Noldor sind und wer eigentlich die Valar und wer ist eigentlich Sauron wirklich und wer ist Gandalf und ja, wer sind die eigentlich, die Zauberer? Wer das eigentlich wissen will, wer sind die Numenore und was geht's da eigentlich? Ja, der muss wohl oder übel ein bisschen genauer dieses Büchlein hier lesen, denn in den Anhängen zu Herr der Ringe, was ihr auch hier drin findet, ist da schon echt viel beschrieben und erklärt. Da findet ihr übrigens auch einiges nach Herr der Ringe, was nach Herr der Ringe noch so weiter passiert und so weiter. Von dem her sehr interessant. Aber wenn ihr wissen wollt, was es alles mit Mittelerde und dem ersten und dem zweiten und dem dritten Zeitalter zu tun hat, dann könnt ihr das Silmarillion lesen. Ja, das ist so die Tolkien-Bibel, würde ich mal sagen. Denn die fängt wirklich fast so an wie die Genesis in der Bibel, die ihr kennt. So am Anfang war das Licht so ungefähr und Gott schuf die ganze Welt so ungefähr. Und so fängt es tatsächlich an. Und dann geht es halt wirklich weiter über wie die Valar, und wer sind die Valar, wer das eigentlich sind und wer die Maiar sind und warum die Welt erschaffen haben und wie und warum, und ja, da werden ganz, ganz viele Begriffe daraus erklärt, wie das mit den Elben war und warum und was Valinor ist und die zwei Bäume und wer eigentlich der Böse ist in der ganzen Geschichte. Und wenn ihr das Ganze dann von den Menschen wissen wollt, wie und was und wie dann das zu den Numenore gekommen ist und warum und die ganzen, dann müsst ihr die Kinder Hurins lesen. Und wenn ihr zusätzliche Informationen zu den ganzen Stories noch haben wollt, so kleine Nebengeschichten, Hintergrundinformationen, das ist auch ein Riesenbrocken, das ist Nachrichten aus Mittelerde. Da erfahrt ihr zu allem noch so Hintergrundstories, kleine Anekdoten und Geschichten,
rund um das ganze Werk. Da sind einige Stories dabei, die Peter Jackson zum Beispiel bei der Verfilmung von Der Hobbit verwendet hat, die im Buch selber nicht dabei sind, so wirklich. Zum Beispiel die ganze Geschichte um Gandalf, als Gandalf die Zwerge verlassen hat und dann nach Dol Guldur gegangen ist. Das findet ihr ja nicht im Hobbit an sich. Das wird aber hier zum Beispiel geschildert. Und daraus hat es eben Peter Jackson dann hergenommen. Ja, und wenn er noch viel mehr über Mittelerde erfahren wollt, dann könnte das Buch der verschollenen Geschichten Teil 1 und Teil 2 lesen. Da ist noch ganz viel auch zu erfahren. Und wenn er zu den ganzen Stories zusätzlich im Prinzip die Gefährten oder Bilbo oder eben Frodo, die Gefährten und alle begleiten wollt und die ganzen Geschichten, die auch in den früheren Zeitaltern war, dann gibt es den historischen Atlas von Mittelerde. Da sind viele, viele Landkarten drinnen und Beschreibungen, ganz viel, das ist so die Mittelerde an sich. Und wie gesagt, ganz viel zusätzliche Informationen, auch über Bewegungen, wie die Wanderungsbewegungen der Elben waren, der Menschen oder auch der Hobbits, woher die gekommen sind. Und dann vom Übersetzer Wolfgang Krege das Handbuch der Weisen von Mittelerde, die Tolkien-Enzyklopädie. Das ist auch ein sehr interessantes Buch. Da sind zum Beispiel zu den ganzen so interessanten Suchbegriffen von A bis C sind da Beschreibungen und Erklärungen zu bestimmten Personen, Begebenheiten, Orten und so weiter drin. Falls ihr hier etwas findet und nicht versteht, könnt ihr das hier im Handbuch der Weisen von Mittelerde nachlesen. Ihr seht, das Werk von Tolkien ist ein klein wenig umfangreicher als gewöhnlich. Also um diese Bücher hier zu schreiben, das ist ja das Hauptwerk, sagen wir mal so, der Hobbit und der Herr der Ringe von Tolkien. Ja, um das zu schreiben, damit das eine wirkliche Basis und ein wirkliches Fundament hat, hat er eine ganze Welt erschaffen. Tja, Chapeau. Also, keine Angst vor der Herr der Ringe. Lest es einfach. Für mich ist es einfach die Nummer 1. Auch wenn Harry Potter gleich auf Platz 2 knapp danach kommt, aber für mich ist es einfach das Tollste. Und ich genieße es jetzt mal wieder, wenn ich es lese. Habt keine Angst davor. Lest es einfach mal. Ciao.